Herzlich willkommen zurück hier bei Ground and Pound TV. Wir sind heute hier bei Nova FC, bei der Premiere von Nova FC in Balingen und an meiner Seite das bekannteste deutsche Fliegengewicht, Rani Sadeh, jetzt im Bantamgewicht unterwegs seit ein paar Jahren schon. Rani, du hast gerade eben einen sehr zähen Gegner vor deinen Fäusten gehabt, Adam Borowetz. Hast ihn, muss man fast schon sagen, nur nach Punkten besiegt, nachdem du ja im Vorfeld auf einen Knockout gehofft hattest. Bist du denn selbst mit deiner Leistung zufrieden? Das bekannteste deutsche Bantamgewicht, das wolltest du sagen. Das ist korrekt. Gut. Ganz zufrieden bin ich nicht. Ich wollte meinen Gegner K.O. schlagen, ist mir leider nicht gelungen. Ich war 15 Minuten, habe unnötig Zeit totgeschlagen, ja, mit Ground and Pound. Ich dachte mir, weil ich danach hier im Ground and Pound Interview bin, zeige ich ein bisschen Ground and Pound. Was soll ich sagen? Guckt euch an oder guckt euch nicht an. Ich werde auf jeden Fall demnächst krasse Sachen zeigen. Das war vielleicht ein bisschen Ring Rust so. Ich suche jetzt einfach ein paar Ausreden, damit ich zufrieden bin, damit meine Leute zufrieden sind. Und werde in frühestens 8 Wochen, 12 Wochen, wie wann auch immer. Ich gehe jetzt erstmal eine Woche in Urlaub und danach direkt ins Trainingscamp. Vielleicht sogar schon morgen, übermorgen wieder trainieren. Und dann geht's wieder zur Sache. Du hast dich im Vorfeld darauf gefreut, bei einer Premiere anzutreten, jetzt bei Nova FC. Bist du mit dem zufrieden, mit dem Investment, was du geleistet hast, als so bekannter deutscher Kämpfer hier bei einer Premiere dann aufzutreten? Ich habe gewonnen. Ne? Das ist für mich das Wichtigste. Wäre geiler gewesen, hätte ich noch einen Haufen Kohle gewonnen. So wie, aber ich meine, ich habe den Sport nicht wegen Geld angefangen. Weißt du, warum ich angefangen habe? Weiß ich auch nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall, ich habe Spaß an der Sache. Ich war 14, als ich mit dem Sport angefangen habe und das ganze Feuer wollte ich wieder wecken. Und ich gehe da rein, um alles zu zeigen, um den Leuten eine gute Show zu liefern. Und ich hoffe, dass ich zwischenzeitlich immer so ein paar Minütchen hatte, wo ich eine geile Show liefern konnte und zeigen konnte, dass ich ein wirklicher Pro bin. Und einfach deutschen MMA-Fans zeigen, das ist Mixed Martial Arts. Weißt du, so sieht High-Level MMA aus. Ja. Du hast schon gerade gesagt, du hast mit 14 angefangen, jetzt hast du schon ein paar Jahre auf dem Buckel, warst lange Zeit im Ausland, hast jetzt nach 7 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland in einem Käfig gestanden. Wie siehst du den Unterschied? Spürt man das auch als Kämpfer? Da drin hat sich das für mich, was heißt, nicht anders angefühlt. Ich sag dir mal so, ich habe mich wohler gefühlt. Ich habe mich tatsächlich wohler gefühlt. Vielleicht habe ich deshalb auch einen Weg zu kämpfen gesucht, wo ich mich an der Stelle wohler gefühlt habe und bin nicht so ganz aus meiner Comfortzone rausgegangen, obwohl ich eigentlich Striker bin, obwohl ich Stand-Up-Fighter bin, aber einfach konditionell das Ding, das war anstrengend, sage ich dir ehrlich. Ich muss gucken, was es war. Ich werde mich auf jeden Fall mit meinen Coaches zusammensetzen. Wir werden eine Leistungsdiagnostik machen. Ich werde da selbst reingehen. Ich meine, ich habe nicht umsonst 5 Jahre lang Sport studiert. Und dann werde ich gucken, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ich werde direkt jetzt Montag wieder an die Arbeit gehen. Ich werde mir keine Auszeit gönnen. So, ich denke, das habe ich mir in dem Falle nicht verdient. So ehrlich und humble muss ich dann auch sein. Und ja, dann geht's wieder ab hier in Deutschland vielleicht. Ja, du sprichst es gerade. Man hört dich. Rede ich laut genug? Ja, man hört dich auf jeden Fall. Dann, wenn du schon ansprichst, beim nächsten Mal wieder in Deutschland, hast du schon was auf der Pfanne? Gibt es schon irgendwas, oder hast du schon Pläne? Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass das RAN Fighting Pro7 Sat.1 da jetzt dahinter steckt und die haben auch andere Dinge am Start. Jetzt Ende GMC ist bald in Berlin, so, da ich will jetzt nichts versprechen, ne? Nicht, dass die Leute jetzt loslegen, Tickets zu kaufen. So, tut mir leid, dass ich den Namen dieser Promotion in den Mund genommen habe, aber man muss auch den Leuten Credits geben, die den Sport in Deutschland ein bisschen vorantreiben. Und da machen die auf jeden Fall einen guten Job und Nova auf jeden Fall auch. Also hier Peter Sobotta, Tim Leidecker, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Das war mir eine Ehre und es war auf jeden Fall auch ein Investment, was mir was gebracht hat. Mein Kampfrekord ist jetzt 11-2
Und vielleicht werdet ihr mich wiedersehen, vielleicht auch wieder im Süden Deutschlands. So, ich wurde hier top empfangen, das lief alles professionell ab und ich bin super zufrieden mit der Veranstaltung selbst. So, alles andere, weshalb ich hier Schnute ziehe und so weiter, so, das liegt an mir selbst. Ich meine, ich bin hier reingekommen, ich habe erwartet zu gewinnen. So selbstbewusst bin ich, weil ich komme hier rein, ich erwarte zu gewinnen. Mich hätte das auch nicht überrascht, hätte ich meinen Gegner ausgenockt, ohne dass ich hier arrogant oder so wirken will. So, man hat gesehen, dass ich im Striking sharp bin und dass ich was drauf habe und am Boden sowieso. Ich hatte den dreimal in einem Heelhook, ich hatte ihn in einer engen Guillotine. Ich weiß jetzt schon, dass ich den falschen Fuß aufgesetzt habe, aber er hat sowieso nicht richtig verteidigt, von daher scheißegal. Ja, nächstes Mal mache ich es noch besser. Was soll ich sagen? Das motiviert mich. Das motiviert mich einfach. Und es ist geil, dass es was gibt, was einen so motiviert, ohne dass man eine Niederlage davonträgt. Ich saß in der Kabine und ich habe mir gesagt, wenn ich hier heile bei rauskomme, so lebend, egal ob Sieg oder Niederlage, lebend, dann werde ich die ein oder andere Sache ändern. Das habe ich davor schon beschlossen und das werde ich auch so machen. Willst du uns sagen, was du ändern wirst? Nein. Okay. Du hast jetzt selbst schon angesprochen, du hast eine gute Bilanz von 11-2. Jetzt hast du deine zwei letzten Kämpfe in Folge gewonnen. Gäbe es einen Gegner jetzt in Europa, der für dich jetzt interessant ist? Weil auf Twitter bist du ja zum Beispiel einer, der recht lautstark unterwegs ist und da auch nicht vor Kampfansagen zurücksteckt. Gäbe es irgendeinen Gegner, der dich besonders reizen würde für deinen nächsten Fight? Ja, macht euch mal allen einen Twitter-Account und folgt mir, @RaniMMA, auch auf Instagram und Facebook. Könnt dafür sorgen, dass ich diesen blauen Haken kriege, weil den brauche ich noch. Mir geht es wirklich gerade nur um mich selbst. Hier in Deutschland hat mich nie ein Gegner gereizt, wirklich. In Deutschland niemand. Ich denke, wir hier in Deutschland sollen uns gegenseitig supporten, wir sollen gegenseitig zusammen trainieren. Und ich sehe da eine Entwicklung. Das ist auch einer mit der Gründe, weshalb ich wieder hier in Deutschland kämpfe. Und ich denke, dass wir jetzt an dem Punkt sind und langsam auch international, europaweit und auch weltweit gut mithalten können. Und das ist im Endeffekt das Ziel. Gegner aus dem Ausland, international starke Gegner, hochgerankte Gegner. Ich war auf Fight Matrix in Europa im Fliegengewicht die Nummer 1. Okay, Nummer 1 in Westeuropa. Und genau das Gleiche strebe ich auch in Deutschland an. Auch wenn ich sage, ich bin deutsches bestes Fliegengewicht, das steht in keiner Konkurrenz zu den anderen. Ich meine Bantamweight, das steht in keiner Konkurrenz zu den anderen Bantamweights in Deutschland. Wir supporten uns gegenseitig, wir trainieren zusammen und räumen Europa und weltweit auf. Ob das jetzt in der UFC ist, ACB, ACA oder Nova Fighting Championship, hier sind auf jeden Fall große Dinge am Laufen und die räumen wir hier auf, aus Deutschland aus. Ja. Ja, ich denke, dem kann man an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen. Rani, nochmal Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die letzten Worte an dieser Stelle gehören dir. Ja, vielen Dank an alle meine Trainer. Frank Boczynski, Hilti BJJ, hier wurde gesagt, dass ich für Phuket Top Team antrete. Das stimmt soweit, aber ich habe auf diesen Kampf mich in Berlin, nur in Berlin, ausschließlich Berlin vorbereitet. Alle Teams in Berlin ein fettes Dankeschön und hauptsächlich Hilti BJJ, IMAG Berlin. Ja, Fenris, Team Fenris, wo ich auch meinen Ring trainiert habe. Meine Trainingspartner, alle meine Cornermen, Evolve Germany, Strength and Conditioning. Wir haben auf jeden Fall noch was zu tun. Ich weiß, mein Trainer wird meckern, aber das ist auch gut so, weil wir wollen nicht im Mittelfeld spielen, sondern wir wollen die Nummer 1 sein. Ich heiße nicht umsonst der Prinz. Ja, danke dem Prinzen. Danke dir. Danke dir. Danke. Ramen.